Ja, wir freuen uns natürlich gegen Barcelona zu spielen. Ich hatte vor der Auslösung eine Intuition gehabt, dass wir gegen Barcelona spielen könnten. Und das ist der Fall. Und wir freuen uns total, gegen Barça zu spielen. Und ich habe in 1991 bei Barcelona hospitiert, 2 Wochen unter Johan Cruyff. Und das hat mich inspiriert, klar. Ja, das ist, sie spielen ein wenig anders, weil Messi spielt sehr, sehr oft eine falsche Stürmer. Kommt zurück und spielt mit der Mittelfeldspieler. Das ist ein wenig anders, aber nicht viel anders. Momentan spielt Griezmann und nachher wieder Suarez. Aber sie spielen 4-3-3 insgesamt, 4-3-3. Ja, also ich würde mich persönlich freuen, wenn er spielen würde, ganz klar. Natürlich weiß man, oder das weiß jeder, dass sie natürlich mit Lionel Messi einfach noch stärker sind, weil er einfach der beste Spieler der Welt ist und er einfach Fähigkeiten hat, die sonst kaum jemand hat. Und von daher wollen wir es natürlich schon, dass er gerne spielt. Ich finde es halt auch wichtig, dass wir uns wirklich auf uns auch konzentrieren und nicht so viel über den Gegner sprechen und über Messi. Jeder weiß es, dass er der Beste ist und damit soll es auch gewesen sein, weil wir spielen zu Hause und wir haben auch eine gute Mannschaft und wir wollen zu Hause das Spiel gewinnen. Von daher erwartet uns morgen, denke ich, natürlich ein schwieriges Spiel, wo wir auf der Hut sein müssen, wo wir über das ganze Spiel natürlich viel leiden müssen, weil wir es ertragen müssen und gleichzeitig natürlich auch einfach mutig zu sein und auf unser Spiel einfach zu setzen und Akzente nach vorne zu setzen und zu unseren Möglichkeiten zu kommen und dann versuchen natürlich Tore zu erzielen.